Hallo lieber Fisch, herzlich willkommen zu dieser neuen Tageswochenbotschaft für die nächste Woche, den 8.7. bis zum 14.7. Mal gucken, welche Botschaft die geistige Welt für euch hat. Und dies ist ein allgemeingültiges Tarot-Reading und nicht wundern, ja, ich bin woanders. Ich wiederholte das jetzt bei 12 Mal im Video und lasst uns mal schauen, was die geistige Welt für uns Fischis da draußen eine Botschaft hat für nächste Woche. So, Botschaft nächste Woche Fisch. Bitte, danke, 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 danke. Achso, und dies ist übrigens alles kostenlos gemacht, ne? Also ich mache hier alles kostenlos. Nur damit die Leute das auch wissen. Und das Finanzamt auch. Genau. So, mal gucken. Was haben wir denn da? Haben wir noch eine Botschaft nächste Woche für den Fisch? Also, ich fange mal lieber schon mal an. Wir legen schon mal. Also, es ist so. Ja, ich versuche gerade das so gut wie es geht zu erklären und so gut wie es geht zu sagen. Nächste Woche kann es sein, das ist einfach nur jetzt mein Allgemein-Reading, ja? Es kann sein, dass es stimmt oder nicht. Geh aber mal für dich selber mal hinein und frag, ob das auch für dich stimmig anfühlt. So, und für die Fische da draußen, die werden nächste Woche, werden nicht, könnten eventuell sein, dass sie denen Steine in den Weg gelegt werden. Habt ihr noch eine Botschaft? Fisch. So, und nicht, habt ihr nicht? Und wir müssen, also wir Fischis da draußen, müssen uns durchbeißen. Wobei nicht durchbeißen, wir müssen nicht kämpfen. Und für, aber wir machen schon was. Ah, jetzt kommt's. Wir machen schon was. Um uns da durchzuwursteln. Ja, also ich will jetzt hier nichts Negatives aufreißen oder sonst was. Ich gucke jetzt hier auf die Karte hier so. Ihr seht ja, ich habe euch nicht die Karte gezeigt. Das ist die Karte für nächste Woche. Und ihr seht, da sind wir. Und wir wursteln uns da durch. Ja, also hier sind hier so schon, wir sind da so Steine in der Weg. Also vielleicht ist es auch nicht einfach für nächste Woche für uns, aber wir machen das. Wir geben nicht auf. Und denke mal daran, auch wenn es nächste Woche vielleicht so sein kann, dass es nicht leicht ist. Und vielleicht denkst du auch, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aufgeben, weil irgendwie bringt es ja gar nichts. Nee, nee, gib nicht auf. Mach weiter. Denn je weiter du gehst, je näher kommst du an deinen Wunsch, an dein Ziel, an deinen Traum. Und wenn du einfach immer sofort schnell aufgibst, hast du ja nichts gelernt. Ne? Also weitermachen. Das stärkt auch die Persönlichkeit dahinter. Und vielleicht hat das auch was mit Behördengängen zu tun, ne? Dass es da so ein bisschen alles ein bisschen kompliziert ist. Und die wollen was von uns. Die wollen was von dir und die wollen dir was erzählen und du denkst, Mensch, ich mach das alles kompliziert und mir wird wieder Steine in den Weg gelegt und aber hab Vertrauen, dass das alles so zur richtigen Zeit kommt und hab Vertrauen, dass ich das alles, du meinst, dass du das alles schaffst und dass du das auch alles meistern wirst. Und was auch wichtig ist, was ich jetzt gerade so als Input bekomme, stell dir einfach vor, Hier sind diese Stäbe, ne? Und das sind ja auch so diese seelischen Erfahrungen, die man gerade durchmacht. Und war doch jetzt seelisch, ne, nicht seelische Erfahrung. Egal. Ja, ich weiß, wir seelische Erfahrungen waren ja doch, das waren noch seelische Erfahrungen. Intellektuelle Erfahrungen waren das mit dem Schwerter, Emil. So. Ich muss nochmal gucken, muss mich nochmal korrigieren. Ja, Willenskraft, die Kreativität, Projekte und Aktivitäten. Ja, guck, das sind die Kreativität, die Projekte und die Aktivitäten.
So. Kann ja sein, dass deine Kreativität ja auch, muss ja nicht unbedingt Behördengänge sein, dass deine Kreativität gerade nicht gerade da ist. Ja. Oder dass die Projekte gerade so laufen, wie man es auf dem Bild sieht, dass es gerade so ein bisschen stockt. Aber wie gesagt, egal was es ist, hier regnet es schon wieder, regt es bei euch auch. Egal was ist, mach weiter. Du kommst daran, du wirst schon kommen. So, du wirst schon kommen, klingt schon doof. Also, du wirst an dein Ziel kommen. Also so, ne? Es ist halt so, man wird immer, es kommt immer so, einmal läuft es leicht und dann läuft es wieder nicht leicht und dann geht es wieder auf und ab und so. Und ja, und guck mal, stell dir einfach vor, du hast hier diese Stäbe und du stellst dir vor, du ziehst einen raus und hast schon eine Aufgabe schon erfüllt. Schon einen Stab hast du schon mal erledigt. So, und dann kommt der nächste Stab und dann ziehst du den raus bei der nächsten Hürde. Und dann den und den und den und dann bist du die Stäbe los und die Hürden los und dann bist du am Ziel. Also so könnte man das so wortwörtlich so sagen. Also so habe ich das gerade das Gefühl gehabt, das euch zu erzählen. Spannend, ne? Genau. Aber das ist aber ja nicht alles, ne? Ich meine, 6 Minuten quatschen ist schon einfach, aber das hier noch eine Botschaft dahinter zu geben, ist ja nicht einfach. Doch, ist auch einfach. Sind wir. Die nächste Woche, wir feiern, wir zelebrieren. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was ist die Kirche, waren die seelischen Erfahrungen? Ja, das kann sein. Also hier, ich habe ja eh mal gesagt, es geht um die seelischen Erfahrungen. Ne? So, eigentlich hier, die Stäbe bedeuten eigentlich ja diese Projekte, das Kreativität, so, gell? Hier sind ja die Kelche. Und ich habe immer das Gefühl, auch wenn es jetzt vielleicht nicht stimmt, bitte nicht verurteilen, ich habe das Gefühl, man feiert auf die seelische Erfahrung. Das ist mein Gefühl, das kommt die ganze Zeit so in mein Gehirn ran. Man feiert die seelische Erfahrung, dass man einen Schritt weitergegangen ist, dass man eine Hürde weitergegangen ist und dass man die nächste Hürde weitergeht und die nächste und dass man das zelebriert und man sagt, man ist stolz auf sich und dass man mit anderen Leuten das feiert und zelebriert, dass man am Leben ist, dass man auch sehr dankbar ist, dass man am Leben ist. Ja, das nicht zu vergessen, aber dass man auch die Hürde, die erste Hürde, die nächste Hürde, ne, dass man immer weitergekommen ist. Guck mal, wie weit du gekommen bist. Ich meine, wie war das denn vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren hättest du wahrscheinlich aufgegeben und hättest gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr weiter. Und jetzt ziehst du durch. Du hörst nicht mehr auf. Du machst weiter. Und du lässt dich auch nicht mehr verunsichern. Guck mal, wie weit du gekommen bist. Du kannst echt stolz auf dich sein. Und das nochmal zu erkennen nächste Woche, wie stolz du auf dich sein kannst. Wie stolz du auf dich bist. Dass du weitermachst. Dass du nicht aufgibst. Und dass du auch zelebrierst mit anderen Menschen. Ja, dass du nicht die seelische Erfahrung, auch wenn die seelischen Erfahrungen teilweise, nicht teilweise, manchmal sind sie gut, manchmal sind sie nicht gut. Egal wie sie sind, du hast es geschafft und ich meine, du hast davon profitiert, auch wenn manche seelische Erfahrungen echt scheiße sind. Ich meine, guck mal mich an, ich habe euch das ja nie erzählt, ich werde das wahrscheinlich auch mal endlich online stellen. Warum sage ich das jetzt in diesem Video? Das weiß ich jetzt auch nicht warum. Ne, also ich habe auch irgendwas miterlebt, was eigentlich, wo ich denke, ne, früher hätte ich gedacht, boah, nee, das kann doch nicht sein. Wieso passiert mir sowas? Warum? Weshalb? Wieso? Und heutzutage habe ich einen anderen Blickwinkel darauf. Heutzutage denke ich drüber anders. Sehr früher hätte ich gesagt, boah, nein, das darf man nicht, das geht nicht und das sollte man nicht so erleben und das, ne, so, ne? Wieso ist das in meinem Leben passiert? Und das ist man ganz negativ drauf betrachtet. Und mittlerweile betrachte ich das anders. Mittlerweile denke ich mir so, ja, das war eine scheiß Zeit damals und es war auch nicht schön, sowas zu erleben, aber guck mal, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ja, dank solcher Dinge bin ich erstmal auf die Idee gekommen, zu alles zu hinterfragen. Ja, wenn es alles so Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre und alle Menschen nett gewesen wären damals in meinem Umfeld, dann hätte ich wahrscheinlich genau das gemacht, was 90% der Menschheit gemacht hätte. So, wisst ihr, was ich meine? Ganz platt gesagt. Und ich hätte nicht hinterfragt und wäre auch nie auf die Idee gekommen, Tinte-Healing zu machen und überhaupt,
Karten zu legen. So, ich meine, das war damals cool für mich und das ist ja immer noch cool für mich. Aber so, ne? Und guck mal, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ich bin jetzt total tiefenentspannt. Manchmal haut mich die Sachen noch um, aber ja. Das kriegen wir schon hin. Also sei dankbar für das, was du gemeistert hast. Du bist Wahnsinn. Du bist. Ihr seid alle großartig. Ja, vergiss es nicht. So, das war die Botschaft für den Fisch. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Bye, bye.